Ja, die Folge beginnt fast so ähnlich wie die vierte, aber das hat auch zwei Gründe, Shorty und Reinhard. Die beiden Haudegen haben den Bruch seit über 16 Jahren gemeinsam im Griff. Ihr Geheimnis des Erfolgs? Aufeinander einlassen, Macken des anderen akzeptieren, damit man sich am Ende auch aufeinander verlassen kann. Alter, Chef sagt, ich bin die Stütze der Firma. Manchmal bin ich es, wenn ich ihn brauche, aber wenn ich ihn nicht brauche, bin ich gar nichts mehr. Nein, das passt schon, aber jeder ist wichtig, ob die Fahrer sind, ob sie vorne die wo verladen sind, ob sie springen, egal was. Es muss ein Gefüge sein, es muss zusammenpassen und dann klappt es. Und wenn es da hockt, dann hockst du vorne an. Oder umgekehrt, wenn vorne geht, geht es dahin nicht weiter. Ne? Also das Gefüge muss passen, der Kreis muss geschlossen sein und dann läuft das System. Und der ist auch zu 90% bei uns geschlossen. Außer also ist mal eine Reparatur, aber sonst passt das schon. Und ich habe schon immer wieder Probleme. Ja, das Gute an so einer Partnerschaft ist ja, dass man sich ergänzt. Im besten Fall. Und Shorty liegt halt das gute Binnenklima am Herzen. Die Betonung liegt hier auf Klima. Er hat es ja gern, wenn ich am Tag zuvor Zwiebeln gegessen habe. Ja. Kann man sich ja vorstellen, was dann für Töne noch hinten rauskommen, aber so ist es dann. Aber das muss er ab, oder? Das ist eine Dreiviertelstunde. Danach ist wieder in Ordnung. Das ist nur eine Dreiviertelstunde. Junge, 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 Shorty. In dem kleinen Pausenraum? Mehr zur Mittagspause gibt's dann später im Film. Zurück zum eigentlichen Thema Macken, Marotten und so. Wir haben auch Reparaturen schon. Da wird er schon mal fucht wieder, oder? Da wird Temperament. Und dann muss er auf Seiten gehen. Bis er es wieder abgelungen ist, aber das dauert eine Zeit lang, aber da muss er auf Seiten gehen. Weil dann wieder mit dem Kopf durch der Wand, ob es dann Sinn hat oder nicht, das muss so sein und das ist er so und fertig aus. Ein Hammer hat er mal nachgeworfen. Ein Hammer. Aber da war der Grandi. Der wird einmal schauen, wenn ich nicht mehr da bin, der wird glotzen, das sagt er. Dann kriegt er einen anderen Kollegen, der muss erst einmal wieder zurechtbiegen, einen anderen Kollegen. Ich hab ihm zurechtbogen. Jetzt muss er umgekehrt machen. Es geht nichts, das sagt er gleich. Nein, das Team dahin muss passen, sonst hat es keinen Wert. Die beiden sind auf jeden Fall ihr Geld und Gold wert. Neben dem Menschlichen muss es natürlich auch maschinell passen. Ich bin hier schon verschiedene Modelle gefahren. Unter anderem Hitachi, Kat und jetzt auch die Komatsu. Und im Vergleich ist die Komatsu gedicht. Allein der Lenkrad-Einschlag ist die Komatsu in dem Fall wesentlich besser als die Kat oder die Hitachi. Die Kat hat einen schlechten längeren Einschlag. Und das Problem ist bei der Kat, du hockst rechts statt links. So wie jetzt da. Bergfahrkomfort kann man vergleichen, wie wenn man ein Auto fährt mit Blattfedern und mit einem Rollstuhl. Da kann man es ungefähr vergleichen. Blattfedern ist halt hart. Die gehen die Federung nicht so ab. Und die normalen Schraubfedern. Die sind halt besser und so ist es bei der Komatsu. Und da ist die Komatsu dicht. Für die Wartung der Fahrzeuge sind die beiden übrigens selber zuständig. Hinter weniger Verschleiß steckt meistens der richtige Umgang mit den großen, aber sensiblen Maschinen. Ich versuche Spritsparen zu fahren. Bei unserer ganz alten Komatsu, da habe ich immer Verbrauch so zwischen 40 und 60 Liter gehabt. Das habe ich aber bloß ausrechnen können anhand der Stunden. Und was ich dann sozusagen immer tankt habe, da konnte ich das ungefähr ausrechnen. Bei meiner Mulden ist es so, ich kann den Verbrauch anschauen. Und dann gehe ich ins Menü rein. Und dann sieht man den Verbrauch. Da kann man das nicht mehr sehen. Das ist jetzt da, wo wir die Absiebung vorgefahren haben. Da habe ich so einen Verbrauch von 40 Liter gehabt. Und aktuell sind es bei 25. Ja, mit ein bisschen Gefühl für die Mulde kann sich das am Jahresende schon für den Chef rechnen. Worauf die Jungs übrigens noch Wert legen, ist die pünktliche Mittagspause. Bis 3:15 fahren wir noch und dann schalte ich aus und dann fahre ich nochmal zum Reiter. Dann hole ich nochmal an. Und dann machen wir mit hoch. Dann ist 12 Uhr. Übrigens, Shortys Mulde hat einen Wendekreis von 8,70 Meter. Das ist weniger als der von einem Golf 8 mit rund 11 Metern. Den hat übrigens auch Reinhards Lader. Also die Laderschraube hat 14,5 Kubik. Da passen circa, kommt auf dem Material drauf, zwischen 27 und 35 Tonnen rein. Also das heißt, mit 2,5 Schaufel ist die Mulde voll. Wir haben eine kleine Erhöhung drauf, aber wir machen es ja nicht bis zum Rand voll. Weil du musst ja schauen, wenn Material gebraucht wird, dass wir was vorbringen. Ah, heute ist er, wenn er Larifari doch, wenn er ruhiger doch. Aber wenn es passiert, musst du schon anlangen. Ne? Material, ohne Gnade, keine Fehde, weißt du, wie es ist? Da schwitzt sogar der Schorri.
Wenn du 5.000, 6.000 Tonnen durchkennen, rumpelt schon was. Zusammen verladen die beiden rund 600.000 Tonnen Gestein pro Jahr. Da war drauf, hocken, Gas geben, fertig aus. Schau, was der Druck auf der Vorderachse drauf bringst und nein mit. Mehr nicht, aber es ist wie Bulldog gefahren. Bulldog fahren drauf, scheiden, Gas geben. Ende, mehr ist nicht. Ja, brauchst eine Zusatzprüfung. Wenn du vor einer Landwirtschaft im Betrieb rausstammst, da hast du einen Bagger daheim. Jeder Bauer hat einen Bagger. Mindestens einen Atlas, da hat er einen kleinen Radlader, da hat er einen Stapler, da hat er einen Erntewagen, wenn er zeugt, und vier Bulldog auf jeden Fall. Und jedes Ding ist anders. Wenn du das beherrschst, beherrschst das Gerät auch. Ja, ganz einfach, wenn du das alles zu Hause stehen hast. Und damit ein herzliches Willkommen zur Folge 5 von Stone Crush. Kilometer nordöstlich von Nürnberg im Hormersdorfer Bruch arbeitet seit 7 Jahren Wagenchefin Anja. Kein LKW verlässt den Bruch, ohne von ihr das Go zu erhalten. Doch neuerdings dauert das Go von ihr ein bisschen länger, denn seit 2 Tagen sitzt sie hinter dem Steuer des Radladers, der zum Verladen genutzt wird. Aller Anfang ist ja bekanntlich schwer. Naja, habe ich nicht gewusst, wie muss man das machen. Bei erste Verladen, ne, habe ich versucht und naja, in der Schaufel war eine Tonne und noch eine Tonne und noch eine Tonne habe ich versucht, aber ja, und dann nächster Tag ist der Chef gekommen, hat mir gezeigt, wie und was, von dritter Gang runter und jetzt geht's schon. Jetzt mit einer Schaufel nehme ich 10er. Die größte war 12, okay. Ist schon schön, gefällt mir. Macht Spaß auch. Mit den ganzen LKW-Fahrern und alles. Gestern hat einer gesagt, Anna Profi. Jeder Tag immer besser, aber jetzt ist perfekt. Anja hatte eine Reinigungsfirma, mit der sie im unteren Bruch in Oberachtel geputzt hat. Und eines Tages wurde ihr die Stelle an der Waage hier oben angeboten. Und seitdem ist der Container ihr zu Hause. Beruflich natürlich. Ja, und da habe ich jetzt neue Container. 3 Jahre habe ich hier aber keine Wasser von Anfang. Da habe ich Wasser geschleppt. 10 Liter Container, Kanister. Da kommt der irgendwann schnell, sage ich, haben wir hier Wasser? Sagt er ja, sage ich, wie? Ja, der Alfons hat gesagt, dass irgendwie Ruhe ist aufgeplatzt oder ist irgendwie was kaputt oder so. Sagt er, nee, Hammerwasser. Ich habe gedacht, brauchst du nicht, weil du verreckst nicht, ne? Sag ich, doch. Und nach den 4 Jahren habe ich endlich Wasser bekommen. Ja, 4 Jahre habe ich Wasser geschleppt, wo die Wasser war da, aber keiner hat nachgefragt. Der Alfons hat nicht gebraucht, ne? Ab und zu zum Kaffee. Hier habe ich gedacht, 20 Jahre sitze ich noch hier, vielleicht zum Rente, muss ich 20 Jahre Wasser schleppen da. Und der Chef sagte, Hammerwasser. Das Gute ist, die kleinen Fitnesseinheiten haben einen positiven Nebeneffekt auf ihr Hobby. Ab und zu Fotoshooting mit die Gabi, ja. Ganz normale, verschiedene und alles, ja. Da habe ich schöne Fotos, aber das ist von Hans-Peter, hat uns gemacht. Dann waren wir unterwegs nach der Tschechei, genau, der ist bei Pegnitz. Das ist Geschenk von Hans-Peter, von Mann, von Gabi, genau, da. Oh. Ja, ja. Und da habe ich noch eine, so schöne. Das ist aber... Ja, nach den 2, 3 Jahren endlich, ja, aber die erste war, ja. Irgendwann kann ich schauen, wenn ich 60, 70 bin, oh, schau mal, so habe ich ausgeschaut. Für mich, ne, so, okay. Ja. Das Berg liegt ziemlich nah an der Autobahn, es kann sein, dass hier Stau verursacht wird demnächst. Hoffe ich. Sagt der Chef, oh, schau mal, schau mal. Ja. Kaffee kostet übrigens 1,50 und da vorne ist übrigens die Abfahrt. Oh je, was habe ich nur getan? Vom heißen Eisen zum heißen Reifen oder dem Stein der Weißen, unser Harry, halt, falscher Text, Elias, so. Mein Hobby ist eigentlich das LKW fahren. Ich fahre zwar nebenbei mit dem Papa noch Motorrad, dann meistens in andere Länder, aber so bin ich jetzt nicht so auf Reisen aus. Mir langt's, wenn ich mit dem LKW rumfahren kann und mir andere Sachen anschauen kann, weil das ist ja dann eigentlich auch wie Reisen. Am Anfang, wie ich das Fahren angefangen habe, habe ich gesagt, nee, ich möchte weit fortkommen. Aber muss ich ehrlich sagen, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Mir passt das so, wie ich jetzt habe, jeden Tag daheim. Ist ja schön, kannst abends trotzdem noch mit den Freunden was machen. Ist auch gut. Elias ist mit seinen 21 Jahren der jüngste Trucker in der Firma. Das Trucker-Fieber hat ihn jedoch schon in seiner Kindheit gepackt. Mein Papa, der ist ja selber LKW-Fahrer
Und wie ich älter geworden bin, hat er mich dann immer auf die größeren Touren mitgenommen. Wolfsburg und das ganze Zeug einmal mitgefahren, München. Dann hat mir das schon immer so taugt. Und dann habe ich zu meinen Eltern einmal gesagt, ich möchte es auch machen. Die Mama hat zwar zuerst immer ein bisschen dagegen geredet, aber irgendwann hat sie gesagt, mach's, wenn du unbedingt willst. Und dann habe ich nach der Lehre dann mal die Anna angerufen, ob sie einen Fahrer braucht. Ich darf gerne anfangen. Dann hat die Anna gesagt, ja, kommst du mal vorbei, dann reden wir mal. Und dann habe ich dieses Jahr am 1. März hier in der Firma angefangen. Und ich bereue keinen einzigen Tag, dass ich da bin. Mich nicht mehr wechseln, ich will da bleiben. Und ganz einfach, das Arbeitsklima passt mir in der Firma, die Kollegen passen, die Chefin passt, alles gut. Also warum sollte ich gehen? Genau, sein Auftrag lautet heute. Wir haben jetzt einen 2232 Split geladen. Den fahren wir jetzt auf Bosch beim Seniorenzentrum da hinten. Da wird das Seniorenzentrum wahrscheinlich erweitert. Und dann werden wir mal schauen, wo die den dann in der Baustelle hin wollen. Elias ist übrigens nie alleine unterwegs. Er hat einen Mitfahrer. Das ist der Pauli. Da steht mein Schutzengel drauf. Den hat mir die Mama damals geschenkt, wie ich dann das LKW im Fahren angefangen habe. Dann hat er gesagt, das ist jetzt der Pauli. Der fährt die ganze Zeit auch mit. Der schaut immer ganz nur raus. Ich hoffe, das gefällt ihm. Der leistet seine Arbeit sehr gut. Ja, ich denke, jeder sollte einen Schutzengel haben. Ich habe auch einen. Kommst auf eine Baustelle und schaust dich an. Wo ist denn der Fahrer? So, da hocke ich doch. Das ist nicht der Richtige. So, ich bin ein Lorter. Kommt öfter mal. Meine Freunde sagen immer, mich sieht man in den Lenkradl nicht. Das sagt die Mama auch immer. Manche schätzen mich so auf 15, 16. Aber wenn sie damit zum Ding herfahren, dann schauen sie alle blöd. Egal ob groß oder klein, dick oder dünn, der Charakter und vor allem das Truckerherz zählt. Und das schlägt bei Elias zu 200%. Definitiv. Wenn ich jetzt neu bin und ich kenne den Weg nicht, dann bleibe ich an der Stelle stehen, wo wir jetzt hier, das darf ich noch mal ein bisschen zurücksetzen, dass da das Auto rauskommt, da die mal aussteigen. Da darf man den Weg anschauen, ob wir da reinfahren können oder nicht. Weil wenn du irgendwo reinfährst und fährst du fest und du hast nichts, dass du wieder rauskommst, ist das nicht ganz so gut. Schauen wir mal. Der Weg schaut gut aus und schauen wir mal. Passt es sich auch schon? Passt. Da hinten, wenn du ins Holz durchschaust, dann siehst du schon was. Ach, die haben schon das Mauern angefangen. Ja. Das ist Baustütze. Man kann nicht so weit laufen brauchen. No, fahren wir mal hinter, der Weg schaut auch gut aus. Dann bleibt nur zu hoffen, dass es so reibungslos weitergeht. 20 Kilometer weiter östlich. Beim morgendlichen Rundgang in der Siebanlage hat Betriebsleiter Martin eine defekte Siebmatte entdeckt. Diese muss nun ausgetauscht werden, damit zum einen keine Fehlproduktion entsteht und wichtiger, überhaupt wieder produziert werden kann. Zu Hilfe eilt ihm diesbezüglich Kollege Tobi. Werkzeug habe ich schon hergerichtet. Ja, ich zeige mal eine Reißleine nicht, also einschalten. Jawohl. Die Sicherheitsleine ist quasi ein Notaus für das Laufband und alle anderen verbundenen Elemente. Ja, dann machst du bei draußen die Schramm auf. Ja. Nicht gleich eine Vajane. Die war für das? Die dritte. Dritte, okay. Von oben. Ja. Und dann langst du mal dann das Werkzeug her. Ja. Wenn ich drin bin. Gut. Ich bin noch ein Scheinwerfer da, ja. Aber ich messe. Martin, für Platzangst ist das nicht. Nee, das ist schön eng. Ja. Und arbeite erstmal in so einem Quattro-Stationi-Pizzaofen. So, da ist jetzt die kaputte Siebmatte. Die müssen wir jetzt wechseln. Da wird der Draht durch, kriegst du Schramm runter? Ja, hab ich schon.
Ich mache jetzt außen die Schrauben auf, weil da ist innen drin ein bisschen so ein Spannhaken, der dann die Siebe zeigt und spannt. Und den macht man jetzt dadurch locker. Und dann mache ich die Muttern runter und dann kann es der Martin von innen reißt er die Schrauben und dann können wir auch den Halter rausmachen. Dass wir die Siebmatten rausbringen. Bist du eigentlich froh, dass du nicht da drin sein musst? Eigentlich schon, ja. Aber das macht er, glaube ich, ganz gut da drinnen. Außerdem ist er schlanker wie ich. Was laberst du? Was? Was laberst du? Nix, nix. Okay. Alles gut. Er hat gesagt, dass du dicker bist. Ach so, darum bin ja ich drin. Weil die Wampe die Sache nicht angepasst. Schau mal, kannst du den Schramm schon nicht zeigen? Jo. Ja, dann gehen wir auf die andere Seite lieber, gell? Ja. Mal jetzt warten. Pro Tag wandern durch die gesamte Anlage zwischen 5.000 und 6.000 Tonnen. Jede Störung des Betriebs durch zum Beispiel ein kaputtes Sieb oder auch Förderband geht richtig ins Geld. Woher weißt du jetzt, wo du ansetzen musst? Weil das jeweils eine Siebmatten ist, so wie das da abdrin ist. Den kannst du wieder festmachen. Was denn? Die oberste. Dann machen wir sie wieder fest. Bist du aufhält? Also gut. Ohne weiter unten müsstest du noch. Ja, warte mal. Ja. Warten kann ich gut. Eine Siebmatte kostet ca. 500 Euro. Die gesamte Siebanlage das 10.000-fache. Wieder einmal, kleines Teil, große Wirkung. Ich löse jetzt die mittleren Schrauben, dass man die Siebmatte dann quasi rausheben kann, weil die ist mit der noch gesichert, mit der Schiene. Wenn die draußen ist, dann können wir die Siebmatte raus tun, dann kann der Tobi die neue holen. Doch bis das soweit ist, heißt es Schrauben, Schwitzen, Schweißen und nochmal Schwitzen. In Postbauerheng ist Elias mittlerweile auf den letzten Metern zur Baustelle. Er hat sogenannten Zierschotter geladen, der sich bestens für Drainagen, Spritzschutz oder auch Rigola eignet. Ah ja, ich sehe schon, wo wir hin müssen. Wohin? Der Haufen da. Der graue da? Ja. Okay. Aber ich steige jetzt einmal schnell aus und dann schauen wir mal. Hier entstehen insgesamt 4 Wohngebäude, 2 davon mit jeweils 40 Wohnungen für betreutes und barrierefreies Wohnen. Ich gehe jetzt dann, wenn der Baggerfahrer gleich Zeit hat, gehe zum Baggerfahrer hin. Dann frage ich ihn, wo ich meinen Schotter abladen kann. Der wird mir das dann sagen und dann werden wir da hinfahren. Ja, da kommt er ja schon. Wollen wir da hinten, oder was? Ja, schauen wir halt einmal hinten. Ja, da ist da der Hänger schon vorbei. Hä? Die Ringe da. Da her? Okay. Passt, machen wir. Bleib wieder. Ja. Jetzt geht's für Elias ans Eingemachte. Für eine bessere Zufahrt hat er den LKW noch mal kurz gewendet. Ob's was bringt? Ich bin mir wahrscheinlich selber verletzt. Aha, jetzt war wieder nichts. Okay, was jetzt? Vor für vorwärts. Ah, nochmal vor, okay. Und jetzt wieder zurück, oder was? Ja, gut. Und jetzt wieder in die Richtung, aus der wir kamen. Okay. Aber zu deiner Verteidigung, Elias, normalerweise fährt hier auch eher ein Vierachser rein. Ging halt heute nicht. Oder wir wollten es nicht. Schon irgendwie ein bisschen, naja. Okay, dann wieder vor, oder was? Ja. Und wieder zurück. Pass auf den Spiegel auf. Ja. Dann haben wir vor. Echt jetzt? Warum denn das? Nehmen wir jetzt, weil es nicht nur noch anders steht. Die
Egal, da zeigt sich dein ganzes fahrerisches Können, mein Lieber. Ja, sieht doch gut aus. Und passt jetzt. Ich hasse Skifahren. Und ich erst. Aber die Steinchen rieseln ja jetzt. Nee, da steht die Paletten im Weg. Und da drüben steht auch noch irgendein Grafel. Also von dem her musst du auch schauen, dass du dein Spiegel nicht wegfährst, dass du auf Paletten nicht drauf fährst. Und das Blöde ist, wir tun ja geknickt auch noch kippen. Also kann es sein, dass mit der dass ein Auflieger aufhebt hinten hier die Vorderachse und dann mich weg mich ein bisschen eindreht. Sauber, dass wir keine Steine verlieren von ihm. Oh. Schönen Aufmacher haben wir jetzt, das passt. Auftrag erledigt, Tour 2 folgt. 50 Kilometer weiter nördlich beginnt für Shorty und Reinhard die Mittagspause. Doch wer jetzt hier an Bauernbrot, Sauerkraut und Bratwürstchen denkt, ist weit davon entfernt. Denn die Herren gönnen sich etwas ganz anderes. Wir haben einen schweren Vormittag gehabt, jetzt machen wir einen leichten Nachmittag und dazwischen werden wir relaxen, dass wir wieder auf andere Gedanken kommen. Shorty, ist das richtig? Richtig. Richtig. So. Und so machen wir das. Machen wir noch weiterhin so, lassen wir uns nicht reden. Na. Richtig. Die passenden Liegestühle hat Shorty übrigens von zu Hause mitgebracht. Ich, ja. Shorty schnarcht. Ich bin der Ruhige. Das ist gelungen. Goschenheim. Ist in dem Film. Als ob ich das rausschneide. Ja, das ist, die Aussicht ist ganz wichtig. Die Aussicht, ja, die hat nicht jeder, das stimmt. Du kommst auf Laber, du kommst auf Weigenhof. Shorty, was haben wir nur alles? Achtel, Hormester, was der Teufel noch? Die Aussicht hat keiner, die Aussicht hat nur Greffenberg. Richtig. Richtig. Hm. Und wie lange macht ihr das hier schon in der Rumpelkammer? Ist immer schon so, Jahrzehnte so, das lassen wir halt auskommen. Ne? Wir machen ein System. Genau. Wie wir es aber schon gemacht haben, Schorri. Ja, richtig. So. Ja, bis dreiviertel. Ein paar Minuten kürzer. Na. Okay, dann gute Nacht oder guten Mittag oder so. Ja, jetzt müssen wir 5 Minuten länger machen. Und genau 7 Minuten später ertönt im Bruch das hier. Und das nächste Mal bei Stone Crush. In Hormersdorf wird Schiffe versenken gespielt. Oder sowas. 032, 45, 56 ist voll. 018er oder 016er? Habe ich schon. Und der 032? 1632 vielleicht. In Laber ist Martin mittlerweile so einsam, dass er selbst Gespräche führt. Ja, na, du müsstest mit dem Bocker was anlegen. Aber ob das so gesund ist, frage ich lieber mal Kollege Andi. Also finde ich jetzt, ja. Also ich sag's mal so, das ist eine Gewohnheitssache. Also das ist eine Gewohnheitssache, also finde ich jetzt. Okay, wenn du das so sagst. Zur Gewohnheit wird bitte auch wieder Folge 6 für euch. Zu der sehen wir uns dann wieder. Ade.